Eine moderne Gesellschaft lebt in Städten mit einem modernen Konzept. Eine moderne Gesellschaft vernetzt sich mehr und mehr. Eine moderne Gesellschaft ist immer in Bewegung. Doch eine moderne Gesellschaft benötigt Rohstoffe. Der Rohstoffbedarf der Menschheit hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Wenn wir so weitermachen, bräuchten wir im Jahr 2050 drei Erden. Was ist zu tun? Wir müssen mehr Wohlstand mit weniger Ressourcenverbrauch ermöglichen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert daher Forschung für nachhaltige Entwicklung. Die Förderprogramme für Ressourceneffizienz stellen sich den Herausforderungen unserer Gesellschaft. In 27 Forschungsprojekten werden in der Fördermaßnahme R3 neue und umweltfreundliche Verfahren zur Steigerung der Ressourceneffizienz entwickelt. R3-Projekte in den Bereichen Urban Mining, Recycling und Substitution arbeiten daran, Kreisläufe zu schließen, um zum Beispiel wirtschaftsstrategische Metalle für die Zukunft zu sichern. In unserem Projekt SMSB haben wir auf zwei ausgewählten sächsischen Bergbauhalden jeweils 10 Probebohrungen niedergebracht. Mithilfe der Analyseergebnisse der daraus gewonnenen Proben war es uns möglich, 3D-Modelle dieser Halden zu erstellen. Solche 3D-Modelle können nun die Bereiche visualisieren, bei denen ein Remining, also eine Wertstoffrückgewinnung, besonders gut möglich ist. Die gesammelten Daten werden in einem deutschlandweiten Haldenkataster zusammengetragen. Außerdem haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein neuartiges biologisches Laugungsverfahren entwickelt. Damit konnten sie etwa 80% der verbliebenen Blei-, Zink-, Kupfer- und Indiumgehalte aus Haldenmaterial in Freiberg extrahieren. In dem Verbundprojekt Restrategis haben wir zusammen mit unseren Partnern ein Kataster über Haldenstandorte in Deutschland aufgebaut. Hier drin werden Informationen zu Materialien und zu deren Herkunft erfasst. Mithilfe von Satellitendaten können die Wissenschaftler nun wertstoffhaltige Bereiche in den Halden auf Basis unterschiedlicher Reflexionseigenschaften ausfindig machen. Das wurde in Modellregionen, wie zum Beispiel in Thüringen, getestet. Ein weiteres Forscherteam hat einen neuartigen Antrieb entwickelt. Gewöhnliche Antriebe sind oftmals auf Magnete angewiesen, die wertvolle, seltene Erden enthalten, dieser jedoch nicht. Auch ohne Magnetmaterial schafft der neue Antrieb es nicht nur, die gleiche Baugröße zu erreichen. Das entwickelte Regelungsverfahren verdoppelt sogar die Lebensdauer des Antriebsstranges. Zukünftig soll diese Technologie ebenfalls in der industriellen Antriebstechnik zum Einsatz kommen. Hierdurch wird das Einsparpotenzial an seltenen Erden noch weiter vergrößert. Rotschlamm ist ein Rückstand der Aluminiumindustrie. Allein in Deutschland lagern davon 100 Millionen Tonnen. Nun wurde ein Aufbereitungsverfahren im Labormaßstab entwickelt. Das Neue an unserem Verfahren ist, dass es sich nicht auf einzelne Zielwertstoffe wie Aluminium oder Gallium beschränkt. In unserem Verfahren steht die vollständige Rotschlammaufbereitung im Vordergrund. Eine Technikumsanlage zur Aufbereitung von Rotschlamm wurde Anfang 2015 in Betrieb genommen. Unser Projekt Upgrade hat das Ziel, die Wertschöpfung bei den Elektronik-Altgeräten deutlich zu verbessern. Wir haben dazu im Verbund die komplette Kette von der Sammlung, der Vorsortierung, der Aufbereitung bis hin zur Verwertung untersucht. So konnten die Wissenschaftler verbesserte Trenntechnologien entwickeln, zum Beispiel für besonders werthaltige Bestandteile wie Magnete. Die Ergebnisse könnten nun auch dabei helfen, neue Elektronikgeräte gleich von Beginn an recyclinggerecht zu designen. Diese und viele weitere BMBF-Forschungsprojekte machen unsere Welt Stück für Stück nachhaltiger, damit auch unseren Nachkommen eine gesicherte Versorgung mit wichtigen Rohstoffen garantiert wird.